Krankenkasse. Ich dachte, das wäre jetzt eine Begrüßung. Und willkommen zu einem weiteren Fall im Humor. Hallo, meine Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu Pokémon-Sound Nummer 19, besonders mit dem Presse. Nee, also das machen wir nochmal neu. Das war ein bisschen. Nee. So, ich würde sagen, wir starten direkt. Ja. Und hier gibt's. Okay, die sind nicht gerandomized. Was machen wir damit? Das ist ein Encounter. Ja, aber die sind ja, nicht gerandomized. Das ist ja langweilig. Ja, also das ist kein Encounter, den wir jetzt fangen, sondern eben auch extra Encounter können. Für später. Ja. Genauso wie Slakdrobal später? Ja, weiß ich nicht, ob wir. Es ist schon ein Static Encounter, ne? Ja, deswegen. Ja, ich glaube, wir können. Ja, doch. Ich glaube, wir können ja auch als. Beziehungsweise schreibt es jetzt in die Kommentare. Nein, weiß ich nicht. Hier liegt ein Item, da liegt ein Wasserstein. Mann, ich will keinen Wasserstein. Buh. Warum liegen dann random Items? Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weißt du es. Hä, wo? Ich habe einfach die ganze Zeit A gedrückt. Warte, zeige ich dir sofort. Scheiß auf Gegengiftbeere. Hier, guck. Hier liegt ein Item. Okay, merke ich mir. Danke. Bitte. Ich sag hier, ich finde jetzt hier einen Blattstein. Marsch. Das ist jetzt auch ziemlich nice, oder? Haha. Ah ja, nice. Jo. Oh ja. Ja. Ohne Witz, ich bräuchte langsam halt echt mal einen Blattstein. Kann nicht sein, dass ich 10 Jahre lang brauche. Hey, ich dachte, du hast ihn doch in Part 7 gefunden, Timo. Darf ich ihn jetzt hacken, oder wie? Nein. Schade. Außer alle in den Kommentaren würden sagen, ja natürlich, Timo, mach das. Also, das ist eine super Idee, mach das mal bitte. Leute, bitte. Ja, du wirst jetzt erst, genau, es wird jetzt Kommentare geben, manche werden sagen, du darfst es machen, manche nicht, und du löscht einfach alle, die Nein sagen, und dann sagst du, Alter, ja, die Kommentare haben es alle mir bestätigt, Mann. Das ist halt richtig klug. Ja, ich weiß, deswegen habe ich immer so super Ideen. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch, okay. Wir sollten aufhören, sonst wird unser Commentary des ganzen Parts, nein, doch. Nee. Ah ja, ich wollte was erzählen, ne? Nein, ja, Leute, ich dachte, du vergisst es. Ich dachte, jetzt du vergisst es. Stopp, warte. Darf ich erstmal. Die Sache ist, wenn ich dann. Du willst immer alles erstmal entschärfen. Du darfst Nein. Ich werde nicht darüber sprechen. Ich möchte mich noch nicht rechtfertigen. Ich sag nur, bitte erzähl sich zu lustig, weil ich möchte normal sprechen, während ich mich rechtfertige. Weil ihr müsst wissen, als ich gestern mich gerechtfertigt habe, in einem Discord, in der Discord-Unterhaltung zwischen Paul, Team und mir, muss ich die ganze Zeit anfangen zu lachen. Ich hab sogar noch am wenigsten beigetragen. Ja, das war die ganze Zeit Paul. Ja. So, und ich werde mich danach wahrscheinlich unbeliebt machen, aber es ist meine Meinung, zu der ich stehe. Nee, ich hasse dich. Okay, nice. Also genau, Timo und Paul hassen mich seitdem und sprechen nicht mehr mit mir. Nee. Und deswegen. Machen wir nicht. Nee, machen sie nicht. Ich würde aber so noch gern aufwachen. Okay, erzähl. Also Leute. Also erzähl nicht, aber ja. Fang ich an. Bis hier. Ich erzähl's einfach, dann ist es leichter. Doch, nein, es ist schöner, wenn ich's von mir erzähle, weil. Es sind Vergangenheitsstories. Stopp. Ja, darfst du ja dann erzählen. Du erzählst es dann so, dass es nicht so schlimm rüberkommt. Aber es ist schlimm. Das wissen wir beide ganz genau. Nein, stopp, bitte. Nein, ich erzähle es. Stopp, Timo, lass es mich erzählen und ich werde mich nicht, während ich es erzähle, rechtfertigen, okay? Okay. Gut, haben wir es geklärt. Nein, also, das war ganz anders. So, okay, Finale. Moment, ich muss ja nur hoffen, dass Finale nicht aus irgendeinem Grund meinen Baichan killt. Okay, Raichu hat es überlebt mit 10 KP. Perfekt. Die Sache ist entschärft, Geist. Die Sache ist entschärft. So, folgendes. Und zwar, wie kamen wir überhaupt auf das Thema? Kannst du uns in Bilde setzen, wie wir auf das Thema kamen? Weil ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich wollte nur kurz vielleicht die Vorgeschichte dazu erzählen, aber ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen. Es ging um irgendwas. Ach ja, genau. Wisst ihr, wir haben halt darüber gesprochen. Present ist halt so ein richtiger Pessimist. Wisst ihr, wir wollten damals die Nintendo Direct gucken. Ach ja, genau. Wir wollten damals die Nintendo Direct gucken und waren alle richtig gehypt und Present meinte, ja, die wird richtig scheiße, ich wurde letztes Mal immer enttäuscht, das habe ich nicht gesagt. Scheiße, ich hasse mein Leben. Und dann haben wir sie geguckt und sie wurde richtig scheiße und es war halt alles Present schuld. Genau, nee, ich habe damals gesagt, glaub mir, seid nicht so gehypt, ich war im Jahr zuvor, war ich auch extrem gehypt und dann wurde ich richtig enttäuscht, deswegen versuche ich euch jetzt schon mal darauf vorzubereiten, dass es möglich sein kann, dass ihr total enttäuscht werdet. Und die Sache ist, umso höher der Hype ist, umso größer die Enttäuschung, wenn man enttäuscht wird. Deswegen wollte ich den Hype runterschrauben. Aber weil sie dann enttäuscht wurden, haben sie Schuld auf mich geschoben. So, und dann meinte ich halt auch...
Da meinte ich halt auch, habe ich halt erzählt, ja, wie das denn da, so damals war. Ich wusste auch schon ganz jung, dass es, Alter, ich werde euch jetzt eine Sache erzählen, vielleicht weiß das einer von euch noch nicht. Es gibt den Weihnachtsmann nicht. Und das wusste ich. Aber das fing ja nicht ganz an. Erster Present gesagt. Erster Paul gesagt, Present ist bestimmt so jemand, der auch noch den Leuten erzählt, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Nein, das hat er nicht gesagt. Hat er das? Und da hast du so gekichert, ja. Und dann, Alter, und wir dann so, Present, nein! Nein! Das geht zu weit! Nee, und zwar war ich ganz jung und die Sache ist, ich bin nicht zu, also im Kindergarten war ich dann, und ich bin nicht zu den Kindern gegangen mit den Gedanken, Alter, ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und mach's den Weihnachtsmann nicht gibt und ich mach's den It's anderen kaputt. It's a prank, kaputt. Bro! Ja, sondern ich hab halt dann zu jemandem gesagt gehabt, weil der meinte, ja, Weihnachten kommt bald, Alter, der Weihnachtsmann kommt so und ich meinte, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Du bist so ein Assi. Weil ich bin ein kleines Kind gewesen und ich hab doch jetzt nicht darüber nachgedacht, ob er weiter in dieser Lüge leben sollte oder nicht. Und da dachte ich eher, dass er lieber nicht in der Lüge leben sollte. Aber dann meinte auch irgendwie eine Erzieherin zu mir, nee, das ist gar nicht so cool, erzähl das denen nicht. Ne, die wissen das noch nicht. Das ist nicht so cool, Present. So, aber ein paar Jahre später meinte ich halt zu meinem besten Freund, ich weiß nicht, 8 Jahre alt oder so, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Er meinte so, nein, das stimmt nicht. Ich habe den Weihnachtsmann mit meinen eigenen Augen gesehen. Er kam zu uns nach Hause und so weiter. Nein, das war er nicht. Sie haben, entweder war es dein Vater. Nein, mein Vater war es nicht, der war auch da. Dann haben sie Nachbarn gehabt. Nein, die Nachbarn waren auch alle da. Ja, dann haben sie jemanden engagiert. Nein, das kann nicht sein, nein, 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 nein. Den Weihnachtsmann gibt es. Er meinte halt, nein. Er hat halt danach weiterhin geglaubt. Er hat sich jetzt nicht davon abbringen lassen. Das heißt, ich habe ihn nicht zerstört in dem Sinne. Aber ich wollte auch genauso wenig, dass er weiter angelogen wird, weil gut, in dem Moment, also ich war 8 Jahre alt, ich kann nicht entscheiden, wer, also heutzutage könnte ich jetzt nicht entscheiden, wer, also ich kann nicht die Erziehung von anderen übernehmen, sagen wir es mal so, aber als 8-jähriges kleines Kind. Würdest du wohl gerne, hä? Bei als 8-jähriges, Industries auf, wo du als, Leuten erzählst, dass der Weihnachtsmann genau, existiert. Als 8-jähriges kleines Kind hatte ich den Drang, eben ihm das zu sagen, weil ich da die Gerechtigkeit Leben zu bin, zerstören wollte er. Weil ich die Gerechtigkeit da drin gesehen habe. Denn ich find's immer noch falsch, dass Kinder angelogen weißt du, werden. Ob es dir passt oder nicht, ich werde meine Kinder auch so aufziehen, dass der Weihnachtsmann existiert. Die Sache ist, es stapelt sich ja. Letztendlich, irgendwann erfahren das ist die Kinder. Und sie kommen damit gut klar. Ist okay. Alles super. Weil sie dann ein gewisses Alter sind, aber du kannst doch nicht. Aber darum geht's doch nicht. Sondern die Kinder erfahren unterbewusst, dass es okay ist zu lügen. Sie erfahren Nein, letztendlich, doch, man registriert es immer noch nicht. Auch Menschen, die heutzutage 30, 40 sind, werden sich registriert haben. Aber das ist schon mal die allererste Stufe, dass man erkennt, Moment, ist es okay zu lügen anscheinend in bestimmten Situationen. Wobei das keine Situation ist, die irgendwie Leben oder Tod ist, sondern wirklich eine Situation, wo man einfach ein Kind dreist ins Gesicht lügt. Und das finde ich nicht richtig. Ich sehe das so, darüber haben auch Paul und ich gestern gesprochen, wir sehen das so, ihr müsst halt überlegen, ihr wart ja auch alle mal jung oder seid es vielleicht noch und falls ihr jetzt vielleicht dachtet, der Weihnachtsmann existiert, bedankt euch bei Present. Und die Sache ist halt die, die Kinder freuen sich darüber, diesen Gedanken zu haben, dass der Weihnachtsmann existiert, diese fiktive Person, sei es die Zahnfee, sei es der Osterhase, sei es der Weihnachtsmann oder sonst irgendwer. Die Leute freuen sich einfach mit diesen Gedanken, die haben daran Spaß, die haben daran Freude. Also sollte man denen die Freude auch nicht nehmen, nicht wahr, Present? Also meiner Meinung nach nicht so, aber stopp. Ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen in den Kommentaren, weil ich weiß jetzt schon, dass es Grundsatzdiskussion geben wird. Nicht nur auf das Thema bezogen, sondern es wird sich sehr weit ausfalten. Also ich kann es mir gut vorstellen. Und das möchte ich nicht, das sollte jetzt nicht der Anlass dazu sein, dass sowas passiert, sondern meiner Meinung nach ist es einfach so, dass man seine Kinder nicht anlügen sollte. Man kann gerne sonst wie die beschenken, was weiß ich, was so alles schön. Man kann doch trotzdem eine schöne Zeit verbringen. Ich hatte doch keine schreckliche Kindheit, nur weil ich nicht wusste, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich hatte eine super tolle Kindheit. Ich habe super viel Spaß gemacht. Guck mal, folgendes Szenario. Aber das ist, ich finde einfach nur, das sozusagen gleichzusetzen mit, ach ja, das ist doch blöd, wenn sie es nicht wissen, weil dann haben sie in dem Moment keinen Spaß oder so, keine Ahnung. Ja, aber warte, stell dir mal, ich habe da einen richtig guten Vergleich für uns. Ja, jetzt kommt der Vergleich. So, pass auf. Present, du bist 6 Jahre alt, ja? Ja. So, du hast einen Hasen, ja?
Ich habe einen Hase. Dein Hase wurde von einem Lastwagen überfahren, ja? Du bist 6 Jahre alt und dein Hase wurde von einem Lastwagen überfahren, ja? Ja. Deine Mutter hat 2 Möglichkeiten, es hier zu erzählen. Möglichkeit Nummer 1. Ich weiß schon, worauf du hinaus lass mich ausreden. Wirst, aber es ist kein guter Vergleich. Aber erzähl weiter, ausreden. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich weiß, was du sagen wirst. Ja. Nummer 1 ja, ist halt, der Hase, der ist weggelaufen, ja? Ja. So, Nummer 2. Holy shit, da war Lastwagen, Buh, Blut, Explosion, alles gesplattert. Gut, so war, irgendwas würde trotzdem eine Mutter nicht so erzählen. Ich weiß. Ne? So, erstens ist es so, dass der Vergleich etwas hinkt. Denn du belügst die Kinder über etwas, was es gar nicht... Also, du den musst sie nicht belügen. Ist es wie, funktioniert wie ein Meisterball? Nee, ne? Nein. So, du belügst die Kinder über etwas, was gar nicht existiert. Und dann belügst... Ich find's trotzdem nicht richtig, sein Kind anzulügen darüber, dass der Hase nicht gestorben ist. Sondern ich finde, man kann trotzdem formulieren, dass das Kind es trotzdem versteht. Weil das Kind wird so oder so traurig sein. Egal, ob es weggelaufen ist oder eben überfahren wurde. Weil stopp mal, weil was sagt das denn darüber aus? Das Kind wird sich denken, okay... Das Kaninchen mochte mich nicht. Ja, nein, ernsthaft, Kinder denken so. Kinder denken, wieso ist das Kaninchen weggelaufen oder der Hase? Wieso? Da wird sich die Frage stellen. Das denken auch schon Kinder. Kinder sind relativ, tatsächlich können... Also du bist keine gute Erziehungsperson. Okay, wenn du meinst. Tatsächlich sind Kinder nicht reflektierend, aber stellen sich viele, viele Fragen. Auch teilweise sehr philosophische Fragen. Und die werden sich auch die Frage stellen, wieso ist der Hase weggelaufen? Und dazu können, dann können die auch darauf kommen, dass sie sich denken, Alter, die sind weggelaufen, weil... Ich weiß, warum der Hase weggelaufen ist. Weil Prez ihm erzählt hat, dass der Weihnachtsmann nicht ist. Nee, aber wie gesagt, man kann... Also, jeder hat da seine Meinung. Meiner Meinung nach ist es nicht richtig, aber ich habe es jetzt oft genug gesagt und... Ich möchte jetzt, Hauptsache, es kommt jetzt keine Grundsatzdiskussion in die Kommentare. Doch, aber ich würde trotzdem mal ein bisschen, ich kann ja mal Ihre Meinung dazu reinschreiben, wenn Sie es möchten. Ja, also ich wollte jetzt keine Diskussion anzetteln, aber Sie können ja mal Ihre Meinung dazu reinschreiben. Ich wollte nicht damit sagen, dass Ihr Ihre Meinung nicht dazu schreiben dürft, aber sowas kann sehr schnell, wie gesagt, eine Grundsatzdiskussion abdriften. Was ist eine Grundsatzdiskussion? Letztendlich etwas, was es nicht bringt oder es nicht wert ist, lange zu diskutieren, weil sobald man die Argumente erwähnt hat, wiederholen sie sich nur noch. Und es wird eher zu einem Streit als zu einer Diskussion. Und deswegen will ich das eben etwas, also eine Präventivmaßnahme dagegen schon mal einführen, so nach dem Motto, wenn ihr wisst, was ich meine. Aha, ich verstehe. Danke, Jan. Bitte. Du unterstützt mich immer. Und damit wieder zurück ins Studio. Ja. Aber es war doch auch mal was Interessantes, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid, wie ich bin, dass ich einfach ein dummer Mensch bin, den alle hassen. Das wird sich wohl nie ändern. Danke, Mann. Ich dich auch, Timo. Hä? Ich stehe mal hinter dir, Present. Ja. Ich mache auch zu Termin für dich auf. Natürlich. Ich hasse Timo, ne? Hä? Zwei Tage hintereinander. Termin ausgemacht für Souling. Keiner steht so früh auf. Das Beste war... Ich bin gestern kurz nach dir schlafen gegangen. Ja. Es ist okay. Aber bevor du weitersprichst. Timo meinte zu mir, also ich meinte zu ihm, wir nehmen Montag um 10 Uhr war das, glaube ich, auf. Und meinte, okay, machen wir. Er hat nichts dazu gesagt, er hat nicht gesagt, dass er keine Lust hat, keine Zeit, was weiß ich was. Dann streamte er am Abend zuvor bis irgendwie 3, 4, 5 Uhr. Hey, ich stream nie so spät. Hattest du, oder auf jeden Fall gestreamt, aber dann haben die Zuschauer auch geschrieben, dass du bis 4, 5 Uhr wach warst. Ich dachte, sie wissen es, weil du gestreamt hast. Nee, dann meintest du auch, er hatte mir halt auch in die Kommentare geschrieben, dass er noch noch bis 4, 5 Uhr wach war. Ich habe Overwatch gespielt. Ja, so, ne? Aber Preston, ich hatte die ganze Woche lang keine wirkliche Zeit. Ja, das ist ja okay. Aber es ging um die Tatsache, dass du nicht mir gesagt hast, Alter, Preston, lass mal bitte nicht aufnehmen, ich hatte keine Zeit für mich, ich wollte ein bisschen Overwatch spielen, sondern ich war mit der Tatsache da, okay, wir nehmen um 10 Uhr auf, ich bin um 10 Uhr da, schreibe ihn an, ich habe ihn sogar schon vorher angeschrieben, habe ihm gesagt, okay, ich nehme vorher ein bisschen Bladi-Pladin auf, dann können wir aufnehmen. Kam keine Antwort, ist okay, schreibe ich ihn später nochmal an, nachdem ich aufgenommen habe, wir können jetzt aufnehmen. 1,5 Stunden später schreibe ich nochmal an Timo, wie wär's, ich muss doch in die Uni. Kommt keine Antwort. Kurz bevor ich zur Uni gehen möchte, kommt die Antwort, oh, ich bin gerade aufgewacht um 13 Uhr irgendwas.
So, okay, jetzt pass auf. Und das weißt ist du? Das ist einfach die Tatsache, nein, die mich gestört halt, hat in dem Moment. Man Geist. Muss halt auch bedenken, also einerseits, ich habe eine Schlafstörung. Einerseits, ich habe Probleme mit dem Einschlafen. Ich ja, aber du hättest nicht bis 4 Uhr Overwatch spielen ja, müssen. Ja, vielleicht. Ja, aber ich war halt trotzdem noch bis um 7 Uhr oder so wach. Ja, aber stopp mal, du rechtfertigst dich, wobei ich gar nicht gesagt habe, dass... Du hattest keine Schuld daran, dass du lange geschlafen hast. Es ging mir nur darum, dass du mir nicht vorher gesagt hast, ich werde wahrscheinlich doch dann weiß, nicht können. Ich weiß. Weil dann hätte ich diese Zeit gut nutzen können. Aber so ja, weil, sag ich die ganze Zeit, okay, vielleicht wacht er jetzt gleich auf und was weiß ich was. Ja, kann ich verstehen, aber warte, du musst überlegen. Ich bin gestern kurz nach dir ins Bett gegangen, ja? Ja. Und du bist gestern um 11:30 schlafen gegangen. Und ich bin heute Morgen trotzdem erst um 11:30 aufgewacht. Okay, das ist traurig. Wieso hast du 12 Stunden geschlafen? Ich habe eine Schlafstörung. Ja, dann ich schlafe häufig sehr lange. Ja. Ich will aber nicht in ein Schlaflabor. Oh, ich habe Fegekicker. In ein Schlaflabor? In ein Schlaflabor gehen. Ja, es gibt Schlaflabor. Nice. Ja, jeder kann Fegekicker lernen. Das ist eine Kampfattacke. Hey, wo hast du Fegekick? Hier unten. Gibt's den TM. Okay. Das ist kurz vor dem Passwort-Dings. Ich gehe aber eben kurz mal meinen Pokémon heim, bevor ich gegen ihn kämpfe, weil der könnte ziemlich hochgelevelt sein. Mach das. Oh, TM 35. Moin. Oh, das ist ein Kobaltbrief will ich nicht. Aber das war eben einer der Gründe, wieso es dann nicht zu Pass kam, weil eben, ja, ne? Weil Present einen merkwürdigen Schlafrhythmus hat, richtig. Nein, ich habe einen ganz normalen Schlafrhythmus. Du meintest gerade selber durch Schlafstörung, du Trottel. Ich weiß. Aber ne, der Present hat schon einen komischen Schlafrhythmus. Aber irgendwie muss ich mich doch rechtfertigen. Ja, genau. So, ich packe jetzt Rasierblatt weg, weil, wie gesagt, Rasierblatt ist speziell. Das ist ein bisschen RIP. Hä, für was? Was war denn die Termine? Karateschlag. Und das gibst du Dings? Rizeros, ja. Okay. Alles klar. So, dann kämpfen wir jetzt gegen, wie heißt der Typ nochmal? Lombardi, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Hä, wo ja, du mal. Kennst ja die... Habe ich das Passwort schon? Weißt du nicht, mit wem du reden musst? Ach, Present, du hast ja gar keine Ahnung. Ich glaube, ich hab's schon, aber ich spiel jetzt ja nämlich den Dingens erstmal. Die Tür ist verschlossen. Okay, warte mal, wo bekomme ich die Passwörter her? Einmal von der Rothaarigen. Hä, hey, ich glaube, ich war schon bei der. Mit der musst du nochmal reden, ne? Nachdem du sie besiegt hast. Ah. Du kennst ja gar nichts. Ich hab's einfach nur vergessen. Ja, kennst du. So, Rothaarige und wer noch? Und der ganz links. Ach, der ganz links, ja, wo denn der ganz links? Hey, es gibt nur einen ganz links. Du gehst in dem Raum nach ganz links, wo die Rothaarige ist. Ach, in demselben Raum, oder? Hä? Ja. Ah, okay. Dann sprechen wir nochmal mit der. Hallo, gib mir wieder das Passwort. Fleckmon-Route. Alter, krasses Passwort. Krass. Es wäre doch viel cooler, wenn man das Passwort eingeben müsste, weil dann könnte man eben, ja, das Passwort sich merken. Da muss man da nicht mehr hingehen. Aber ja, dann hast du es vergessen und dann? Dann frage ich den guten einen Timo, der gerade rein zufällig dasselbe Spiel spielt, wie das Passwort heißt. Alter, die Tappe da! Was denn? Ich hab ein Problem. Was? Was ist passiert? Schau seinen Pokémon an. Level 6, ja, okay. Hey, wieso bist du? Okay, ich dachte gerade, du bist drin geblieben. Nee, ich bin in Gator gegangen. Ich hab Biss. Bam! Aber ich hätte Angst gehabt, dass er noch viel höher gelevelt ist, weißt du? Und? Barriere? Also Barriere ist schon mal ziemlich OP. Hey, hör auf zu spielen die ganze Zeit. War nur, weil ich zeigen wollte, wie cool ich bin. Genau! War nur, weil du mal Hans wieder beleidigen wolltest, ne? Ja. Ja. So, und dann musst du das Kramurks jagen, ne? Muss man das hier nicht jagen? Hier war scheinbar nur ein Hardcore-System. Aber du musst auf jeden Fall noch mit dem Kramurks reden, bevor du es wieder vergisst. Danke, Timo. Kein Problem, habe ich gern gemacht. Du weißt doch, ich bin immer für dich da. Ja. Ich wache auch morgens zu Termine. Ach, Mann. Ja. Jetzt habt ihr mal wieder Einblicke in unsere Gedanken bekommen. Hallo. Hi. Ja. So, auf jeden Fall, ich bin hier fast fertig, ne? Wie weit bist du? Ich bin jetzt gerade gegen diesen Typen da. Mir hieß er Chloe. Warte, ich will meine Pokémon noch heilen. Hans, sorry, aber kurz. Jetzt hör auf zu speeden, ich bin doch sowieso hinter dir, Timo. Ich bin nur ins Pokécenter kurz. Ja, aber du musst doch nicht den ganzen Weg speeden. Keiner will den Weg ins Pokécenter sehen. Aber Hans, Timo, aber Nein, Hans. Will er auch nicht. Der hat sich damit abgefunden. Alter, ernsthaft? Hans, schreib mal bitte in die Kommentare, ob du dich wirklich damit abgefunden hast. Ich weiß nicht, ob Timo hier wieder am Lügen ist. Und, aber Elektroball machen wir nur ein Dings, ne? Also,
ein Dings, okay, was? Ein Encounter. Ja, natürlich. Alle ja, ja. Also haben wir jetzt insgesamt gleich 4 Encounter auf der nächsten Route. Einmal das normale, das rote Garados, das Volteball und das Elektroball. Ja, Falle 4? Was? 4, ja. Dann nochmal welche? Wiederhol es nochmal. Elektroball. Ja. Volteball. Ja. Rotes Garados. Ja. Und der normale Encounter. Welcher normale Encounter? Wir haben dort allgemein noch einen Encounter auf der neuen Route. Ach, du meinst, ja, ja, ja. Ich dachte jetzt gerade zusätzliche. Nee, nee. Ja, ja, das ergibt Sinn. Okay, dann haben wir 4 Encounter. Nice. Aber okay. Ich glaube... Ja, ich weiß nicht, ob wir sie aufteilen... So ich weiß gar nicht, ob wir sie aufteilen sollten, die Encounter, weil es kann eben sein, dass es gar nicht so viele Pokémon auf ja, der Route gibt. Ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach 3 auf der Gleichroute und 2 dann im Eispfad. Können wir machen. Okay. Alter, wie sieht denn Dummiesel aus? Alter, das sieht ja richtig komisch aus. Warte mal, ich habe jetzt mit dem Kramurks gesprochen. Muss ich jetzt damit nochmal sprechen, oder? Nein, du musst jetzt dort zurück, wo die Elektrobälle sind. Elektrobälle? Du weißt schon, dass es gar kein Plural von Pokémon gibt, ne? Elektroball! Ja. Ein Elektroball, 2 Elektroballs. Ich wusste nicht, dass irgendjemand das vielleicht in die Kommentare schreiben wird. Das wusste ich tatsächlich eine Zeit lang nicht. Das ja, ich sag aber halt auch Panzererons oder so. Ja, das ist halt... Das sagt man halt so. Pokémons! Haha! Pokémons. Aber Flakemon ist richtig am Chillen. Nice. Hey, wie komme ich zu den Elektroballs? Ist das dein Ernst? Zu den Elektrobällen? Sag mir, das ist nur ein Spaß. Nee, ich bin schon da, alles safe. War nur ein Spaß, nein, Spaß. Warte, muss man alle Elektrobälle besiegen? Ja. Okay, warte, ach komm, ich... Du hast hier gespeedet, ne? Ja, jetzt speed ich nein. auch. Nein. Hast du nicht? Wieso bist du schon so weit? Wo bist du jetzt gerade? Im Kampf gegen die Tuse. Aha, du bist noch gar nicht bei den Elektroballs. Gegen den Junge, denn ich sehe noch Mädchenjunge. Ach Mann. Ich sag auch zu Mädchen, Jungs. Und genau deswegen, ich habe schon vor einigen Parts gesagt, genau deswegen erzählst du die TS-Geschichten. Erzähle ich nicht diese TS-Geschichten von damals, die mir widerfahren sind. Weil die würden mich einfach mein Leben lang hier noch auf Spiel verfolgen. Ich werde mit dir, es würde dich auch richtig verfolgen, wenn wir uns einmal alle deine Minecraft-Parts angucken würden. Ich glaube, ich mache mal so einen YouTube-Gaming-Livestream, wo ich alle deine Minecraft-Parts mit den Leuten zusammen angucke. Zu viel. Das sind 50 Parts oder so. Das ja, ist doch lustig. Hey, mach den 29-Stunden-Stream einfach mit diesen Videos. Ja, genau. Weißt du, dann lädst du einfach andere Leute ein, wie beim letzten Stream, und dann schaut einfach alles zusammen. Und so nach einem paar Tagen denke ich so, Moment, das können wir uns nicht weiter anschauen. Lass wir es mal bitte. Mein Leben. Mein Leben. Okay. Ich darf jetzt gar nicht gehen. Doch, aber ich darf nicht zu ihm rüber. Doch, nee, ich muss hier bleiben, okay. Das heißt, selbst wenn du so gut wie tot bist, musst du hier trotzdem gegen die Dinger kämpfen. Und deswegen hat man Heil-Items. Nee, besitze ich nicht. Toll, ich bin richtig Elektro-Weak. Ja, und deswegen gehst du mit Gengar an den Start. Es ist fast tot. Dann heil's auf. Mann, aber meine Heil-Items present, die sind... Ja, dann kauft man sich neue. Ich hab doch genug hier. Ja, deswegen, was ist los bei dir, Mann? Ich will die halt nicht unnötig verschwenden, weißt du? Deswegen speed ich lieber einmal kurz ins Pokécenter, als meine Heil-Items. Aber deswegen kauft man sich einfach noch mehr, weil du schon sowieso relativ viel Geld hast. Nein, habe ich glaube ich nicht mehr. Ah, die sind... Ah, stimmt, die sind ja nicht... Random. Doch, du müsstest eigentlich mittlerweile relativ viel haben. Meinst du? Ja, wir haben doch das Sparen ausgeschaltet. Weiß ich nicht. Entscheide du. Gut, dann spielen wir die. Ich hätte die Entscheidung nicht bei dir lassen sollen. Nee, das auch nicht. Ja, aber das ist... Oh, Leute, wie setzt die Finale im ein? Im Zweifel immer gegen Hans. Alles klar. Oh, vor allem 6. Nee, deswegen... Whirlpool oder Kaskade? Du würdest immer Whirlpool, im Zweifel ne? gegen Hans... Ja, Whirlpool. Glaube ich. Du würdest immer im Zweifel gegen Hans handeln, meine ich. Spiel ich Silber? Nicht allgemein. Ich spiele Silber, ne? Ich spiele Silber, du spielst Gold. Gut, weil ich kenne nämlich den Weg zum bei den Strudelinseln nicht. Warte, den kennst muss du ich sowieso dahin? Nicht. Hä? Später schon. Ja, später. Oh nein. Hä, muss ich da wirklich trotzdem hin? Ja, da kann ich dir diesmal nicht helfen. Doch, ich kenne den Weg. Ich glaube, soweit ich weiß, also ich kenne schon den ich Weg. Ich habe letztens zu Silber gespielt. Ich habe einfach 700 Jahre gebraucht, um zu Lugia zu kommen. Moment, Finale, ach komm schon bitte, 71 KP, das tankst du mich? Das war ein Crit, das hat mich gerade etwas zurück... Nein, alles safe. Okay, ich stehe jetzt vom 7. Arena-Leiter, ne? Also, vom 7. Ach, vom 7. Arena-Leiter schon, nice. Ja, ich gehe da jetzt rein, so. Du hast schon einfach alles fertig gemacht, Ravi. Ja. Ja, nice. Das hört man doch gerne. Ich gehe mal... Ich werde Guivera benutzen, auch wenn es eine... Ach nee, ist ja gemein, weiß ich. Nevermind.
Du bist echt so ein Trottel, ne? Du bist so ein Trottel. Wir kämpfen heute noch nicht gegen Norbert und ich würde sagen, wir trainieren auch gleich nochmal. Vor allem, wir ist einfach. Oder? Ich sag dir, du bist so ein Trottel und er ignoriert es einfach, weil er es nicht wahrhaben möchte. Nee, weil es mir zu doof ist. Okay, tut mir leid. Aber lass uns bitte vor Norbert noch trainieren. Und damit die. Das Level von Jasmin war Level 37 oder so. Wir würden halt. Ja, mach. Verlieren. Hä, wir beenden doch jetzt eigentlich noch den Part. Wieso bist du schon in die Arena gegangen? Ah, ich kämpfe gegen einen Trainer, du brauchst ja eh noch ein bisschen. Nee, ich bin fertig. Ich hole mir jetzt gerade noch ein Item. Hättest du aber den Part jetzt schon beenden, echt? Ich würde sagen, weil wenn wir noch ein bisschen trainieren wollen, ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Na gut. Aber ich dachte, wir kämpfen halt hier schon mal gegen ein paar Trainer. Ja, gut. Weißt du? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also ich meine, wir können ja auch noch ein bisschen gegen einen Trainer kämpfen. Das dauert ja nicht lange. Okay. Okay. Also kämpfst du auch noch ein bisschen? Nee, also ich warte jetzt die ganze Zeit auf dich. Nein, Spaß. Also. Nein, hey, warte, nein. Was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Lass noch gegen ein, zwei Trainer hier kämpfen. Okay. Also ich würde am liebsten gerne noch die Trainer alle fertig bekommen, bis zu Norbert in dem Part. Weiß ich nicht, weil manche könnten halt echt hohe Level schon haben am Ende. Also ich würde vielleicht den allerersten Raum clean. Level 34. Also ich würde den allerersten Raum vielleicht clean. Es gibt hier nur einen Raum, Present. Es gibt hier nur einen? Ja. Was? Es ist nicht wie in Hard Gold und Soul Silver. Das Spiel ist ja richtig schlecht. Nein, Spaß. Das geht alles recht easy, fix. Ich glaube, es gibt 5 Trainer oder so vor dem anderen. Ich wollte nicht auf Karteschlag gehen. Ah, Stampfer. 4 oder 5 Trainer gibt's. 4 oder 5 Trainer? Ich habe schon 2 besiegt. Da ist der dritte, da oben ist der vierte und dann gibt's oben links, glaube ich, noch einen fünften. Warte mal, welches? Gab's nicht noch ein Eisrätsel hier? In der. Warte mal. Die letzte Arenaleiterin. Ist doch Feuer, ne? Drache, meine ich. Lava, Feuer, Drache. Ja, die ist Lava, richtig. Nein, ich dachte jetzt gerade an die Lava da in Hard Gold Soul Silver. Wie sieht das Rätsel da aus? Da hast du ein Stärkerätsel, das ist richtig ätzend in der Edition. Okay. Hier. So, Mewtwo, was machen wir jetzt gegen besser. Mewtwo, Timo? Miltank, was machen wir gegen Miltank, ist eher die Frage. Wenn es Walzer kann, dann bin ich RIP. Deswegen bleibst du auch nicht drin, vielleicht? Nee, Triplette, der regelt. Der ist jetzt gefreezed. Sagst du? Dass er wirklich gefreezed ist? Nein, es macht nicht mal die Hälfte. Alter, und mal Geduld! Wirklich... Ja, das ist ein bisschen RIP, Timo. Aber der braucht zwei Runden. Ja, wie du meinst, ne? Ja. Bin ich mir sicher. Der wird jetzt gefreezed. Wenn du das sagst. Oh, easy! Ja, das war auf jeden Fall der gefreezte, das gefreezte Mittag, Mann. Ja, gut verwechselt, Timo. Speed ist eigentlich die Trainer hier, nein, oder? Nein, Speed ist Susi. Nee, siehst du, es gibt 5 Trainer. Noch die hier, noch der hier und dann 4 Minuten. Ja, aber ich brauch Jahre, Timo. Ich bin gerade gegen Mewtwo hier am Start. Ah, Mewtwo hier am Start. MC Mewtwo! Hey, ich hab gesagt, ich bin hier gegen Mewtwo am Start. Was ist denn los? Am Start! Am Start, hallo? Digga! Oh, nee, das war ich nicht. Es geht richtig schnell. Ja, ich bin immer noch bei der allerersten Trainerin. Heads up! Ja! Deswegen, geh schon mal raus, bitte, und dann... Hey, nein, ich brauch danach noch einen. Nein, ja, deswegen, lass es doch, Timo! Ich brauch noch uns Jahre, du kannst nicht den Arena-Alter vor mir anfangen, das ist doch blöd. Ich fang den nicht vor dir an, wir machen den erst im nächsten Part. Ich weiß, aber ich muss doch die Trainer vorher noch machen. Ja, dann mach die ja jetzt. Du hast ja noch Zeit. Ja, was machst du in der Zeit? Ein bisschen hin und her laufen. Ein bisschen Items ablegen und so. Ja, soll ich jetzt speeden oder wie? Nee, muss nicht speeden. Ja, ich hab 4 Trainer noch vor mir, Timo. Die gehen alle super schnell. Okay. Okay. Wenn es dann am Ende zu knapp wird, kann man immer noch sagen, okay, wir speeden jetzt. Okay. Der Part wird ungefähr 32 Minuten lang gehen. Das sollte, denke ich mal, passen. Wir sind jetzt ungefähr bei 28. Alter, es ist Purenta hässlich. Was ist hier los? Kannst du mal bitte Purenta hier in Ruhe lassen? Das ist ja richtig hässlich. Ah, sag mir sowas nicht. Nee, es sieht richtig schlimm aus. Present! Ist, als wäre es gerade in die Pubertät gekommen und hat überall Pickel. Grüne Pickel. Das wird jetzt ein bisschen eklig. Außerdem gibt es 2 Trainer, die nur ein Pokémon haben. Die sind beide Level 34, by the way, ne? Ja, dann ist es zu hoch, Timo. Ich merke auch gerade, Purenta ist auf Level 34. Ich bekomme gerade zum ersten Mal Schaden. Mit meinem Dodri auf Level 31. Ja, und da kommt auf einmal sonst was. Ja, Purenta. Ja, bei mir kam gerade ein Mewtwo. Glücklicherweise war es nur auf Level 26, glaube ich. Ja, ist ja nix. Ja, siehst du, aber dann kommst du gleich auf Level 34. Nein. Ah, nee, passiert Present. Nicht. Hör auf, dir ins Höschen zu machen. Okay, Timo, okay. Kein Problem. So, warte mal, ich bin fertig. Ja, schön für dich.
bitte. Danke. Oder? Ja doch, ich muss fertig sein. Weil dann können wir nämlich im nächsten Part direkt mit dem Arena-Leiter starten. Ah, Hypnose, ich speed das einmal, weil das nervt richtig, Hypnose. Na gut. Oh, vielleicht stirbt gleich mein Umbreon. Heads up. Nein, ich wechsle natürlich jetzt erstmal raus, aber es war kurz davor. Ach, Presence, mach's nicht immer komplizierter, als es schon ist. Ich war eben beim Zahnarzt, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich vorher noch nie wusste. Dass ich beim Zahnarzt war? Ja, wusste ich dann. Ich war eben beim Zahnarzt. Krass, was hast du da gemacht? Nee, ich war halt zur Nachkontrolle. Ich hatte ja vor kurzem meine weiße Zähne rausbekommen. Und? Wie war's? Wie war das Gefühl? So, gut, war's gut. Nice, super Geschichte. Das war auf jeden Fall eine deepe Story. Ja. Ich muss jetzt sagen, Props, dass du das einfach rausgelassen hast. Bevor ich, Ja, sehe ich auch so. Ja, genau. Bevor ich wegen meinem Weisheitsthema beim Zahnarzt war, ne? Ja. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen eklig, ja? Dann erzähl's uns nicht. Nee, pass auf. Nein, also ist eigentlich schon ziemlich ähnlich, aber ich damals halt umgezogen bin und ich habe halt richtig Angst vor dem Zahnarzt, bin ich nie zum Zahnarzt gegangen. Ich glaube, ich war 5 Jahre lang nicht beim Zahnarzt. Macht es nicht. Aber ich hatte richtig Glück, dass meine Zähne so gesund sind. Ich hatte nichts. Ich hatte keine Füllung draußen. Ich hatte kein Loch, gar nichts. Meine Zähne waren perfekt. Nur meine Weisheitszähne mussten raus. Richtig gut, ne? Richtig eklig. Aber ich kümmere mich um meine Zähne. Ja, richtig eklig trotzdem, Mann. Na, alles safe. Ich habe jetzt ein bisschen gespeedet, ich speed jetzt auch noch den letzten Trainer, weil der hat noch 3 Pokémon. Und jetzt war ich heute da und er hat wieder geguckt, hat gesagt, alles klar, sieht gut aus, wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Wir sehen uns dann in 10 Jahren wieder, wenn du für uns nicht immer wieder hertraust. Junge, die weiße Zähne rauszubekommen, war so schlimm. Ja, die müssen bei mir irgendwann auch noch raus, wurde mir schon gesagt. Der ist nicht geil, glaub mir. Ja, ich weiß, freue ich mich schon. Schau dir vorher meinen Sacred Gold Part an, der hilft hier. Genau, ich bin nebenbei bereit. Kannst du abmoderieren. Ist fertig. Ja. Abmoderieren. Abmoderieren. Alles klar, Leute. Abmoderieren, hallo. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei. Bei Present kommt nächste Woche, wollte ich gerade sagen. Doch, ist glaube ich, nee, vielleicht. Nein, mal gucken. Da kommt irgendwann der nächste Part. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ich bin raus. Und tschüss. Tschüss.